Die Trainingsgruppe in Doha wird von Tag zu Tag größer. Javi Martinez, gestern noch mit seiner ersten Laufeinheit auf dem Platz, scheint seine Erkältung vollständig auskuriert zu haben. So zumindest, dass er heute erstmals auch wieder gemeinsam mit der Mannschaft trainieren konnte. Well, I feel a little bit tired actually because of the antibiotic and because I couldn't run and I couldn't make almost nothing the last three days. But it's normal, so I will feel much better the next days. Tomorrow we have a double session and I will see how I feel. Martinez zurück im Mannschaftstraining. Renato Sanchez fällt dagegen heute aus. Jetzt ist es der Portugiese, den leichte Erkältungsprobleme plagen. Dafür hat sich neben Javi Martinez auch Sven Ulreich auf den Platz zurückgemeldet. Nach überstandenen Leistenproblemen kann Bayerns Keeper Nummer 2 das Schwimmbecken wieder verlassen und sich der Mannschaft bzw. seinen Torhüterkollegen anschließen. Das alles aber nur am Vormittag, denn der Nachmittag war erstmals trainingsfrei. Die Spieler nutzten das auf unterschiedlichste Art und Weise. Überraschend viele blieben auf der Anlage und einige davon machten das, was sie oft auch vor und nach den offiziellen Einheiten machen. Individuelles, auf ihren Körper abgestimmtes Einzeltraining. Allein oder mit Trainer im Fitnessraum neben Hotel und Trainingsplatz. Sieht ganz danach aus, als sollte man einiges vorhaben beim FC Bayern im Jahr 2017.